Na du, Schnüppelchen. Jerry, sieh dir den an. Was hat der denn? Sie, wenn Sie schon keine Post für mich haben, dann kommen Sie doch wenigstens rein. Das ist typisch. Gut, dass Sie so schnell gekommen sind, Sullivan. Ich glaube jedenfalls, dass die Sache außerordentlich dringend ist. Mhm. Russe oder Amerikaner? Weiß ich nicht. Sie haben ihn in London gefunden, in Soho. Sieht wie ein Astronaut aus. Wir haben bei den Raumfahrtbehörden Auskünfte eingeholt, aber nirgends wird ein Astronaut vermisst. Guten Morgen. Guten Morgen. Einen Moment bitte, ich stehe ihm gleich zur Verfügung. Wir haben so gut wie keine Anhaltspunkte. Wir wissen aber, dass der Mann erstickt ist. Aus diesem Bericht geht einwandfrei hervor, dass die Sauerstoffflasche leer war, außerdem war der Helm verklemmt, wenn Sie mal sehen wollen. Dann ist er also in seinem Raumanzug erstickt. Kein schöner Tod. Also, Mr. Sullivan, Sie haben jetzt folgendes Problem. Sie müssen herausbekommen, warum der Mann in einem Raumanzug rumgelaufen ist. Das kann ich Ihnen sofort sagen. Der Knabe war auf einem Kostümfest beim schrägen Zinnober. Wissen Sie, ich habe für Ihre komischen Ideen heute gar kein Organ. Nehmen wir lieber an, er stammt vom Planeten X. Mhm. Und das finden Sie weniger komisch? Aus dem Bericht geht also hervor, dass der Mann nicht identifiziert werden konnte. Genau. Außerdem hat das gerichtsmedizinische Labor festgestellt, dass er vorher in einem Vakuum bei Temperaturen unter Null gewesen sein muss. Nebenbei bemerkt hat er eine kleinere Dosis radioaktiver Strahlen erwischt. Lebensgefährlich? Glaube ich wohl kaum. Aber in Soho kann man sich keine Radioaktivität einhandeln. Sie haben es erfasst. Darf ich Ihnen einen Tipp geben? Ich höre. Es betrifft den Raumfahrtanzug. Ich habe festgestellt, dass es in England eine Firma gibt, die sich mit Weltraumprojekten beschäftigt. Diese Firma sitzt in Farnborough. Es wäre doch absolut möglich, dass sich diese Leute einige Raumanzüge von der NASA ausgeliehen haben. Und dass einer von den Anzügen fehlt, ja? Dann müssten wir allerdings den Planeten X ausschalten. Na, wer wird denn so gierig sein, Annabelle? La Stuart auch noch ein Körnchen übrig. Und dem lieben Jason auch. Geben Sie unseren kleinen Freunden nicht zu viel. Wir haben noch ein paar komplizierte Tests mit Ihnen vor. Ja, so ein Nager nagt schon was weg. Haben die Sie eigentlich freiwillig zu den Tests gemeldet? Nein, haben Sie nicht. Wir haben Sie gezüchtet. Mhm. Aber um wieder auf unseren mysteriösen Raummenschen zurückzukommen, ich glaube, ich habe da etwas gefunden. Es ist sehr merkwürdig. Was ist merkwürdig? Um es zu präzisieren, wir untersuchen jede Kleinigkeit. Zum Beispiel auch die Fingernägel und das, was darunter ist. Und was haben Sie da gefunden? Spuren von Salpetersäure. Unser Freund muss was damit zu tun gehabt haben. Ist Salpetersäure nicht so eine Art Suppenwürze? Nein, das ist Arsen. Vielleicht ist er Chemiker gewesen. Mhm. Schon wegen der radioaktiven Spuren. Durchaus möglich. Vielleicht war der Mann in der Kernchemie tätig. Diese Leute kriegen immer ein paar Strahlen mit. Atomwissenschaftler sind zwar etwas verrückt, aber doch nicht so verrückt, dass sie nachts in Raumanzügen durch Soho spazieren gehen. Mhm. Sie mögen recht haben. Außerdem hat ein Atomwissenschaftler nichts mit Salpetersäure zu tun. Haben Sie sein Foto mal mit der Verbrecherkartei verglichen? Nein.
Ich glaube nicht, dass es sich um einen Kriminellen handelt. Haben Sie da einen gezielten Verdacht, Mr. King? Wenn ich einen Verdacht habe, ist der immer gezielt. Jeder Verbrecher weiß, wozu Salpetersäure gut ist. Ja, natürlich, Nitroglycerin. So ist es, Herr Chemierat. Mr. Carter, hier ist der Mr. Stuart Sullivan für Sie. Ja, bitte soll reinkommen. Ja, Mr. Carter. Danke, verbindlichst. Mr. Sullivan, wenn Sie sich bitte kurz fassen wollen, in einer Viertelstunde erwarte ich meinen Steuerberater. Ich wollte von Ihnen auch nur die Erlaubnis haben, Ihre Raumanzüge überprüfen zu dürfen. Wieso? Was ist denn damit? Tja, wissen Sie, vor ein paar Tagen ist in London ein Mann in einem Raumanzug gestorben. Ach ja, richtig. Ich habe darüber gelesen. Mr. Carter, mit Ihrer Hilfe könnten wir unter Umständen weiterkommen. Das verstehe ich nicht ganz. Nun, es wäre doch möglich, dass der Raumanzug aus Ihrer Firma stammt. Sie kaufen doch in Amerika. Ach, jetzt verstehe ich Sie. Ja, wir beziehen aus den USA Muster 4 vom Apollo-Programm. Wir beschäftigen uns speziell mit der Oxygenzufuhr in diesen Anzügen. Haben Sie einen verloren? Ganz reizend, Herr Scherz, aber wir pflegen keine Raumanzüge zu verlieren. Das würde ich nicht sagen. Sie sind die Einzigen, die solche Raumanzüge haben. Wir haben insgesamt 10 Raumanzüge bekommen. Wir machen jede Woche eine Materialkontrolle. Die letzte Inventur war gestern und gestern hatten wir noch 10. Aha. Mhm. Der Raumanzug, um den es geht, der hat eine Seriennummer. Ich werde die Sache prüfen lassen. Ich bitte darum. Wir überprüfen aber nicht nach Seriennummern. Unser System ist einfacher. Wir zählen ganz einfach bis 10. Verbindlichen Dank, dass Sie mir Ihre Zeit geopfert haben. Ist doch kein Selbstverständnis. Es tut mir nur leid, dass ich Ihnen nicht helfen konnte. Mhm. Ich hätte da nur eine Bitte. Falls Sie beim nächsten Zählen nicht bis 10 kommen sollten, lassen Sie uns das wissen, ja? Mhm. James Edward Rankin. Sie haben recht gehabt, Mr. King. Der Mann war tatsächlich in der Verbrecherkartei. Ich wäre nicht drauf gekommen. Der Knabe hat 3-mal eingesessen, auf Bewährung entlassen. Mr. Rankin hat seine Arbeit gleich wieder aufgenommen. Aber wieso in einem Raumanzug? Komische Idee. Tja, Mr. King, das ist nun Ihr Problem. Danke. Dafür könnte ich Sie verhaften lassen, Mr. Sullivan. Da würden Sie dann aber aus dem Ärger gar nicht mehr rauskommen. Das würde ich in Kauf nehmen. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass es 10 Anzüge sind. Ich bin ein gründlicher Mensch und keiner kann aus seiner Haut raus. Mein Wort genügt Ihnen also nicht, Mr. Sullivan. Nein. Das wird Konsequenzen für Sie haben. Ich werde die Angelegenheit höheren Orts vortragen. Das wird dann unangenehm für Sie. Ich bin nicht ängstlich. Was ist das? Das ist einer von Ihren 10 Raumanzügen. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Ich denke nicht dran. Wenn Sie jetzt wieder Inventur machen, werden Sie feststellen, dass Sie 5 Taucheranzüge haben. Sie haben mich überzeugt. Ich werde eine Untersuchung vornehmen. Mit Bericht an das Department S. Ja? Wie Sie wünschen. Mhm. Und jetzt wäre ich Ihnen sehr verbunden, wenn Sie das Gelände unserer Firma verlassen würden. Das mache ich glatt. Übrigens ist es durchaus möglich, dass Sie Hilfe brauchen. Es könnte Ärger geben. Dann werde ich Sie unverzüglich anrufen. Guten Tag. Thank you.
Ich werde die Sache höheren Orts vortragen und dann wird das unangenehm für Sie. Und das idiotische Gesicht dazu. Wenn die Knaben jetzt bei den Raumanzügen Inventur machen, werden die ihr blaues Wunder erleben. Ach, du Anfänger, du hast wohl deinen Führerschein bei einer Weinprobe gemacht. Noch etwas nach links und ich hätte den platt. Jetzt kommt der Rennfahrer in mir durch. Gut, dass du da bist. Hat es ihn denn schlimm erwischt? Gehirnerschütterung und ein paar gebrochene Rippen. Mehr können Sie im Moment nicht sagen. Hätte schlimmer werden können. Wie ist denn die Sache passiert? Irgendjemand hat Oxygen in den Wagen geleitet. Sie haben eine Stahlflasche in den Kofferraum gelegt. Flüssiges Oxygen? Wirklich? Ja. Dann muss der Arme ja völlig betrunken sein. Na und wie, als wenn er stundenlang in einem Weinfass gelegen hätte. Mal was Neues, das werde ich ihm beim nächsten Roman verwerten. Gott sei Dank konnte er noch rechtzeitig rausspringen. Aha, ist der Wagen verbrannt? Mhm. Der Mann im Raumanzug ist gestorben aus Mangel an Oxygen? Und Stuart fast, weil er zu viel hatte. Bemerkenswert. Er hat bestimmt was rausgekriegt. Heute wirst du ihn aber nicht mehr fragen können. Bemerkenswert. Bis dann, Annabelle. Aber Jason, wir können ihn doch nicht allein lassen. Wieso? Ich muss unbedingt nach Paris zurück. Wir müssen alle Opfer bringen, vor allem für einen guten Freund. Also bringe dein Opfer. Du übernimmst die Krankenwache für unseren Invaliden. Mich drückt immer so das Häubchen. Und was machst du? James Edward Rankin hat eine Schwester. Mit dieser Schwester werde ich das Tanzbein schwingen. Beine, ist ja gar kein Ende abzusehen. Gestern ist morgen höher. Oder tiefer, Schatz? Die Frage ist destruktiv. Weißt du, wann ich die Frage beantworte? In der Minute, in der ich geboren werde. Ich werde Pate sein. Weißt du nicht deine Gefährtin für mich? Irgendwas Spezielles oder genüge ich dir? Wenn dich deine lieben Eltern Lila Rankin getauft haben? Willst du keine andere haben? Keine andere haben. Die sitzt da hinten. Das abgeschlaffte Blondchen. Danke. Ich habe leider keinen Hasch. Trotzdem müssen wir uns unterhalten. Ich muss mit dir reden. Ich bin beschäftigt. Genau wie dein Bruder? Ich habe mal einen Bruder gehabt. Das ist aber lange her. Ja, ich habe sogar seinen Namen vergessen. Er hieß James Edward. Gestern war übrigens seine Beerdigung. Na, wenn schon. Verschwinden Sie jetzt. Ich denke nicht dran. Wir müssen zusammen reden. Nicht heute Abend. Es ist aber sehr wichtig. Der Schuppen hier ist mir viel wichtiger. Und jetzt zieh dich aus dem Verkehr. Ich muss dich sprechen. Er versaut uns die ganze Show. Verschwinde, du Alibaba-Verschnitt. Danke. Sah wie ein getarnter Bulle aus, ne? Eher wie ein Weihnachtsmann.
Momentchen. Ist das nicht die Leila Renken? Und wenn so wäre? Ich bin Freund von Ihrem Brüderchen. Aber wer wird denn gleich die Flitze machen? Lassen Sie mich los! Wir sammeln für James Hinterbliebene. Wir sind nämlich richtige kleine Wohltäter. So, dann schicken Sie mir mal ein paar Pfund. Das machen wir lieber in Bar, mein Schnuckelchen. Sie müssen mal ein bisschen ausspannen und das kostet. Lassen Sie mich in Ruhe! Erst wenn die verschwunden sind. Das klemmt heute wieder. Ich würde die Kohle nehmen und den Mund halten. Schönen guten Abend, ihr Herren. Na, ein verträumter Plausch in der Garage. Komm, ab die Post! In meinen Büchern heißt es dann immer, und Sie gaben Fersengeld. Ich danke Ihnen. Gern geschehen, Kleines. Nach der Hascherei war das Training dringend nötig. An Ihrer Stelle würde ich die Wohnung wechseln. Haben Sie gewusst, dass die Burschen warten? Warum habe ich mir wohl in der Haschkneipe die Glieder verrenkt? Die Typen wollten Sie bloß ein bisschen umbringen. Hat das vielleicht was mit James zu tun? So ist es leider, Leila. Sie sollten verschwinden, noch heute Nacht. Ich schicke jemanden, der Ihr Täschchen holt. Wenn Sie es für richtig halten. Aber ob ich so spät noch ein Hotel finde? Das ist kein Problem. Ich hätte da ein Apartment. Das gehört ein Freund von mir. Na, ist denn das? Da bin ich ja an einen Dichter gekommen. Jeder Mensch hat seine kleinen Laster. Die Lady ist zu allem bereit. Na, das ist doch ein Wort. Ich werde wohl mein Zimmer abschließen müssen. Mein Freund wird staunen, dass er ein Pyjama-Profil gekriegt hat. Das lässt sich wieder rausbügeln. Mit einem heißen Eisen. Erzählen Sie mir jetzt etwas vom lieben Brüderchen. Na schön. Sie wissen ja, in welcher Branche er tätig war. In der Eisen- und Stahlbranche, da war er Experte. Eisen und Stahl ist gut. Armer Kerl. Sind Sie über seinen letzten Auftrag informiert? Genau nicht, aber es war was ganz Besonderes. Was ganz Großes. Er hat wochenlang mit den anderen an der Sache gearbeitet. Mit welchen anderen? James hat nie Namen genannt, aber es war ein ganz großes Ding, ein super Ding. Ich würde der Lösung des Problems näher kommen, wenn ich wissen würde, warum Sie ausgerechnet James für den Job eingekauft haben. Kann ich Ihnen sagen, James war an eine Erfindung rangekommen. Er hatte immer die neuesten Werkzeuge, wie zum Beispiel dieses Dings. Was für ein Dings? Irgend so einen magnetischen Apparat. Er hat ihn letztes Jahr aus den Staaten mitgebracht und stundenlang damit rumgespielt. Nachtigall. Magnetische Safe-Kombinationen. Man braucht keinen Schlüssel. Nur eine Reihe von Kontaktpunkten. Ja, Sie tippen richtig. Ja, eben, da fällt mir noch was ein. James hat mir mal gesagt, er sei der Einzige, der mit diesem magnetischen Apparat umgehen kann. Leila, Sie werden immer besser. Das würde ich auch sagen. Wir beide wären ein ganz gutes Team. Man kann über alles reden. Brauchen Sie noch ein Tässchen Whisky oder reicht es? Ich glaube, es reicht. Ich brauche was anderes. Einen starken Mann, der mich heute Abend ins Bett trägt. Mm. Und ein Bartträger dürfte sowas sein? Gepflegter Bart. Küsst weich und zart, alte Bauernregel. Da reißt doch wieder einer den Knopf ab. Du lässt mich im Krankenhaus am ausgestreckten Arm verhungern. Deswegen brauchst du hier nicht mitten in der Nacht solchen Terror zu machen. Störe ich etwa? Wie nie. Oh, das tut mir aber leid. Ist das Frau Gemahlin? Bitte nicht aufs Schlimme. Das ist Annabel Hurst und das ist Leila Renken. Oh. Hast du Renken gesagt? Hab ich gesagt. Was hat die denn damit zu tun? Ich bin insofern vom Schicksal geschlagen, als wir in derselben Branche arbeiten. Genau, und über unsere Arbeit haben wir jetzt zu sprechen. Unter vier Augen. Eigentlich wollte sie mich ins Bett tragen. Hüpf schon voraus. Mein Rausche, Goldengel. Gut Traum. Und wenn du ein Wärmfläschchen brauchst, ich bin nicht weit. Verspricht wieder Kopf und Kragen. Ich werde sicher drauf zurückkommen. Und damit du in Spannung bleibst, auf dem Nachttisch stehen meine gesammelten Werke. Hm. Ach ja. Ich hoffe, dass es unserem Stuart besser geht. Ja, er ist nicht mehr bewusstlos. Wir haben einen Moment zusammen sprechen können. Er meint, dass vier Raumanzüge fehlen. Aber was hat dieser James Renken damit zu tun? Er soll ein prominenter Safeknacker sein. Aha. Der Bruder meines Betthäschens ist der Einzige, der eine magnetische Kombination öffnen kann. Ja und? Dass die Damen noch nie kombinieren können. Ein paar Safe-Spezialisten haben einen großen Coup geplant. Und jetzt haben sie die Schlüssel verloren. Wie sich unser Sherlock Holmes das mal wieder vorstellt. Und was hat das mit den Raumanzügen zu tun, wenn man fragen darf? Nach dem Job Flucht in den Weltraum. Du solltest gute Bücher lesen, meine zum Beispiel. Ich bin hin und her gerissen. Moment bitte. Vergessen wir mal einen Augenblick die Raumanzüge. Der Meister geht gerade schwanger mit der Idee, wie er Licht in die dunkle Nacht bringen kann.
Wir wissen was von vier Raumanzügen, einer Leiche und einem Satz Magnetschlössern. Das kriegst du nie unter einen Hut. Unter deinen bestimmt nicht. Du müsstest deinen Computer neu programmieren lassen. Bei meinem Computer zählen eben nur Tatsachen und keine Fantastereien. Also, erstens, der Safe steht in London. Der Coup sollte hier starten, sonst wäre Rankin nicht hier gewesen. Mit dem Sauerstoff ist was schiefgegangen, also müssen Sie einen zweiten Rankin suchen. Zweitens, Sie haben versucht, Stuart und Lila umzubringen, also müssen die Kameraden in Zeitnot sein. Drittens, magnetische Schlösser sind seit einiger Zeit in Amerika im Schwange, bei uns in England aber noch selten. Und viertens, na das ist ein genialer Gedanke, Sie müssen einen Experten aus Amerika anreisen lassen. Da wäre dann noch Punkt 5 und der besagt, der Meister irrt sich nie. Du bist verrückt geworden, Jason, das ist keine Kombination mehr, das ist keine Kasterei. Punkt 6. Der neue Mann aus den Vereinigten Staaten kann jeden Moment auf dem Flugplatz landen. Also dieser Mensch. Was wir hier treiben, ist doch reine Zeitverschwendung. Wieso? Der Artikel ist außerordentlich interessant. Ich schlage was anderes vor. Wir könnten noch jedes magnetische Safe-Schloss hier in London überprüfen. Und eins davon wird uns vielleicht weiterbringen. Das wird das Letzte sein. Ich kenne das Leben. Und somit hätten wir eine Woche verloren. Du kannst dem aber auch den Mut abkaufen. Ich grüße euch. Stuart, warum bist du denn nicht mehr im Krankenhaus? Ich habe mich selbst als geheilt entlassen. Habt ihr die Stecknadel schon gefunden? Ach, bis jetzt nicht einmal den Heuhaufen. Also, verehrter lieber Herr Kollege, was ihr hier veranstaltet, ist wohl nichts. Die Sache mit dem Flugplatz ist pure Idiotie. Musst du nicht machen, solche Dummheiten, Junge. Vor 10 Minuten ist die Maschine aus New York gelandet. Am Gerät. Ja. Ach ja? Und wie heißt der Mann? Rinston. Mac Rinston. Aha. Würden Sie den Gentleman zu mir bitten? Unser Mann war in der Maschine. Mac Rinston, der Oberknacker. Er hat recht, es ist zum... Der Worte sind genug gewechselt. Der Meister will jetzt Taten sehen. Jetzt muss er uns auch nach Antik kommen. Oh, Mr. Rinston, Sir. Treten Sie hinein, Mr. Rinston. Darf ich bitten? Nehmen Sie sich den besten Stuhl. Sagen Sie mal, was soll das eigentlich? Mein Bester, wir sind vom Fach. Sparen Sie sich und uns den großen Auftritt und packen Sie gleich aus. Ja, ich lebe gesund. Was sucht ihr denn? Rauschgift? Oh, nicht doch, Mackie. Sie haben zwei Möglichkeiten und das ist das Schöne. Entweder Sie packen aus, fliegen zurück und steigen drüben als freier Mann aus der Maschine, oder Sie drehen hier in London das Ding und kriegen ungefähr... Oh, was meinst du? Werden 10 Jahre Z den Dartmoor erreichen? Moment, was soll ich hier drehen, bitte? Das Ding, das Rankin drehen sollte. Das mit den magnetischen Kombinationen. Sie kennen ja die Safes, die nur von Experten geknackt werden können. Experten wie Sie. Die Tricks kenne ich, aber ich habe auch welche in der Kiste. Das ist Freiheitsberaubung. Ich werde zur amerikanischen Botschaft gehen. Machen Sie sich doch nicht so wichtig. Nehmen Sie das nächste Flugzeug und reisen Sie ab, sonst werden Sie für lange Zeit unser Gast bleiben. Sagen Sie mal, wer sind Sie überhaupt? Um das rauszukriegen, hätten Sie 10 Sonntage Zeit, aber Totensonntage. Noch was, Maggie? Haben Sie sich mal mit besonderer Liebe mit Raumanzügen beschäftigt? Die können Ihre Tücken haben. Sie sind ein richtiger Schlaumeier. Hier sitzt der Zweite. Sie wissen mir zu viel. Und in solchen Fällen pflege ich, auf den Job zu verzichten. Ich fliege zurück. Wollen Sie sich nicht noch ein wenig aussprechen? Ich habe gesagt, ich steige aus. Ich habe nicht vor, Ihnen meine Lebensgeschichte zu servieren. Also bitte, buchen Sie für mich den nächsten Flug nach New York. Das ist was für den zweiten Schlaumeier. Aber wir buchen keinen Flug, sondern eine Schiffspassage. Und wir, Sie springen über Bord und schwimmen zurück. Mr. Rinston verlässt uns wieder. London ist ihm zu unwirtlich. Darf ich dann noch um Ihren Pass bitten? Danke. Oh, Ihr Gepäck wird Ihnen in New York zusammen mit dem Pass wieder in die Hand gedrückt. Hören Sie mal, das können Sie nicht machen! Ach, was glauben Sie, was wir alles machen können? Eine Unverschämtheit ist das! Gut Dampf. Also uns möchte ich nicht in die Hände fallen. War ein Schock für ihn. Aber hoffentlich fürs Leben. Was machen wir nun mit dem Köfferchen und dem Pass? Draußen wird bestimmt ein Wagen stehen, um ihn abzuholen. Der wird ihn direkt zum großen Boss bringen und der gibt ihm Anweisungen für den Job. Jason, du willst ja nicht etwa... Könnte mein Brüderchen sein. Ist ein Jugendbild von mir, ohne Also das kommt nicht in Frage, dass du den Typ da spielst. Na, wer denn sonst, lieber? Dich kennen die Brüder und Annabelle muss mich beschatten. Aber dich werden sie genauso erkennen. Sie haben dich mit Lila in der Garage gesehen. Ich glaube, die beiden Sportsfreunde sind verschwunden, die Bus. Man wird sie nur für den einen Job engagiert haben. Das läuft doch nicht. Sie werden spätestens dann dahinter kommen, wenn du den Safe nicht aufkriegst. Sorgen mache ich mir selbst. Also tu mir den Gefallen und bleib mit deinem Wagen immer dicht hinter uns.
herbei. Darf ich bitten, Frau? Waren Sie schon oft in Großbritannien? Ja, so ein paar Mal. Ist aber schon länger her. Die Königin mag mich nicht. Sie sehen nicht gerade aus wie ein Ami. Tja, da müssen Sie sich eine Etage höher beschweren. Außerdem weiß ich nicht, wie Sie sich einen Amerikaner vorstellen. Den dürfen Sie nicht so ernst nehmen. Unser Freund sieht zu viel Krimiserien. Er haut dauernd vor dem Kasten hoch. Ach, lassen Sie ihn. Das nächste Mal binde ich mir einen bunten Schlips um und klebe mir einen Kaugummi an die kahlen Stellen. Fahren wir nicht in die City? Wollten wir nicht? Nein. Wir haben hier in der Nähe unser Ferienparadies. Da werden wir erstmal ein bisschen ausspannen. Mhm. Wie schön. Sind Sie in New York noch mit Klein zusammengekommen? Natürlich. Er hat aber nicht viel gesagt. Sollte er auch nicht. Die Informationen, die Sie brauchen, werden Sie von uns bekommen. Ah ja? Soll ich mal feststellen, ob wir einen Schatten haben? Hm? Habt ihr denn so schlechte Krimis hier im Fernsehen? Komm, lass die Sprüche. Ich möchte nicht in was reinlaufen. Unser hoffnungsvoller Nachwuchs hat recht. Der Boss will kein Risiko eingehen, deshalb müssen wir vorsichtig sein. Aber immer, ich bitte förmlich um ein solches. Aber es weiß doch niemand, dass ich hier bin. Wir wollen es annehmen. Tun wir mal dem Boss den Gefallen. Lieber Melin, verschwinden wir von der Bildfläche. Bis jetzt war das der einzige Wagen. Ach nun, kommt, lieben Freunde, ich habe kein Sitzefleisch. Ich glaube, wir können wieder. Melin, fahr weiter. Wenn der Weiße was von uns will, wird er uns gleich entgegenkommen. Ach nein. Na, wie finde ich denn das? Hey, das war doch eine Braut. Sie hat sich in dich verliebt und folgt errötend deinen Spuren. Halt den Schnabel, hier stinkt doch was! Melin, du weißt, was du zu tun hast. Große Aufgaben erfordern auch einen großen Einsatz. So ist es. Komm raus, du Pistengleichchen! Ich habe das Gefühl, du fährst in der falschen Richtung, mein Schatz. Für wen arbeitest du? Hm? Moment, wir wollen doch hübsch hier bleiben. Wie wär's denn mit ein paar Namen? Mit Sullivan zum Beispiel. Und da wird nun so viel von britischer Gastfreundschaft geplaudert. Da sind wir Amerikaner, aber viel zart beseiteter. Darf ich mal mit der Dame? Natürlich, Mac. Wenn sie Ihnen Spaß macht. Blick mir doch mal ins treue Auge. Du hast so hübsche lange Beine und hier links ist ein gepflegtes Gehölz. Wollen mal sehen, ob wir dich zur Olympiade schicken können. Ich zähle ganz kindlich bis drei. Eins. Zwei. Sehr waldreich dieses England. Liegen nur zu viel Leichen rum. Das mag ich nicht. Na, wie ist es gelaufen? Ich habe sie verloren. Ach, das passiert dem Mädel. Wieso, was war denn? Sie haben mich geschnappt. Jason sollte mich abservieren, aber er hat natürlich daneben geschossen. Ist was? Ach, nur ein kleiner Schock. Was wollen wir jetzt machen? Ich habe eine bessere Frage. Was wird Jason jetzt machen? Na, Renston, was halten Sie davon? Macht einen schönen Hinterkopf. Was wollen wir eigentlich klauen, die Vega oder den Saturn? Ich muss jetzt nicht unbedingt lachen, oder? In diesem Anzug werden Sie den Safe knacken. Und wo steht der, in einer himmlischen Raumstation?
Der Anzug ist die Eintrittskarte zu der Veranstaltung. Und er ist auch die Garantie, dass uns bei der Arbeit niemand stören wird. Der Meister wird neugierig. Wo steht denn nun der Safe? Das erfahren Sie später. Die Frage ist zunächst, ob Sie in dieser Aufmachung arbeiten können. Wenn ich ein bisschen trainiere, sicher. Aber wozu diese Maskerade? Man behält die letzten Trümpfe gerne in der Hand, Mr. Winston. Müssen Sie verstehen. Aber Sie dürfen ganz beruhigt sein. Wir werden Sie schon informieren. Sie wissen also auch noch nichts Genaues, Lowry, hm? Zum Wohl. So, hier hast du alle Firmen in London mit magnetischen Safe-Schlössern. Danke dir. Und eine Straßenkarte mit eingezeichneten Positionen. Auch die Daten über den Apollo-Raumanzug 4? Die rollen später an. Mhm. Wenn ich bloß die Positionen wüsste. Leg dich lieber ein bisschen hin, wir werden die ganze Nacht durchmachen. Und Jason mitten in der Höhle des Löwen, das ist nicht gut. Aber es hat geklappt. Fast ein bisschen zu gut. Wenn das Ding heute Nacht steigt, machen sie ihn fertig. Wenn du mich nicht endlich arbeiten lässt, werden sie ihn auch fertig machen, wenn es erst morgen steigt. Na, das war doch eben Staunemann und Söhne, was? Tu mir den Gefallen. Wenn du unbedingt spielen willst, geh raus in den Garten, ja? Komm, nun lass das. Ich hab sowas nicht so gern. Hosen voll oder wie? Ja, es macht mich nervös. Weißt du, ein Revolver ist mir einfach zu kindisch. Ach, findest du? Ja, finde ich. Ja, mit so einer Zimmerflak kann man ja auch laufende Meter abräumen. Damit lege ich 10 Mann um. Wenn es unbedingt sein muss, auch 15. Wirklich erstaunlich. Ich finde nur immer, diese Geräte haben einen zu starken Rückstoß. Tja, ja, ja. So, mein lieber Mick, das ist einer von deinem Team, Don Fraser. Freut mich, ich grüße dich. Wird dein Magengeschwür wieder munter? Ach. Nein, er ist gerade beim Verdauen. Ich werde dich gleich verdauen, du Stinker. Bitte nicht den Ton. Das ist also unser Safe. Kennen Sie den Typ? Mhm. Der Kasten ist kein Problem. Wie viel Zeit werden Sie brauchen? 15 Minuten. Dann begreife ich nicht, warum Rankin dafür 4 Stunden Zeit haben wollte. Gegenfrage, wie ist Rankin draufgegangen? Was hat das mit der Zeit zu tun? Verstehe ich nicht. Wieso ist er abgekratzt? Das möchte ich gerne wissen. Wir haben da eine Art Generalprobe gemacht. Rankin hat versäumt, vorher seine Luftzufuhr zu überprüfen. Er wollte zurück zu unserem Wagen. Aha. Er hat es aber nicht geschafft. Wieso dieses hat denn sein Helm so festgesessen? Vielleicht sehe ich es nicht richtig, aber wenn ich im Raumanzug keine Luft mehr kriege, nehme ich den Helm einfach ab. Sein Helm war verklemmt, sowas gibt's ja. Wir haben keine Ahnung davon gehabt. So, der Helm war nur verklemmt. Freund Rankin ist also nicht in der Lage gewesen, den Helm abzunehmen, weil er geklemmt hat. So einfach war das nicht, Mac. Wenn ein Kollege zu idiotisch ist, einen Deckel runterzukriegen, weil er verklemmt ist, dann braucht er auch 4 Stunden für einen Safe. Rankin war ein Fachmann, das wissen Sie. Sowas Ähnliches bin ich auch. Ich sag's nochmal, ich brauche 15 Minuten für den Safe. Und ganze 5 Sekunden, um meinen Helm abzusetzen. Ich glaub's Ihnen sogar. Sie sind der Experte. Und das prägen Sie sich bitte ein. Ach, übrigens, wann trudelt denn der oberste Boss ein? Er kommt morgen Abend. Dann steigt also die Sache morgen Nacht. Nur wenn Sie fit sind. Sie haben es hier mit einem Sportsmann zu tun. Und Sportsmänner sind immer fit. Der soll mir vor die Flinte kommen. Kannst du etwa so einen Safe knacken? Nein, aber ich... Dann halt den Mund. Schönen guten, Mädel. Ach, das Ergebnis bleibt negativ. Also nichts dabei rausgekommen.
Nein, der Computer hat nur negativ geantwortet. Ich habe ihn mit Raumanzügen, Rankin, all möglichen gefüttert. Nichts. An einem von 5 Plätzen muss der Tresor stehen. Ja, ja. Ich mache deinen Kaffee. Ja, bitte. Du hast also nicht die Spur einer Spur. Nicht das Geringste. Ich habe ihn sogar noch mit allen Details gefüttert, aber nichts passt. Aber irgendwas hat er doch ausgespuckt, habe ich doch gesehen. Danke. Er hat 5 Orte ausgespuckt, wo Safes stehen müssten. Ja, 2 Diamantenhändler, 1 Goldbarrenhändler, die Gilde der Silberschmiede und eine Privatbank. Das können wir uns dann an den Knöpfen abzählen. Was überhaupt nicht zu diesen 5 Orten passt, ist der Raumanzug. Der Computer hat zu diesem Anzug keine Verbindung herstellen können. Vielleicht bin ich auch schuld. Vielleicht habe ich ihm von Anfang an falsche Fragen gestellt. Moment mal. Wenn sich jetzt deine Fragen nur auf den Anzug beziehen würden. Wie meinst du das? Spielen wir das doch mal umgekehrt. Lassen wir den Computer die Fragen finden, anstatt der Antworten. Ja, eben. Das müsste sogar gehen. Frag ihn doch mal, wo man unbedingt einen Raumanzug haben muss. Also, Raumfahreranzüge werden gebraucht. Im Weltraum, im luftleeren Raum und bei Giftgas. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, bei 100 bis 400 Grad Hitze oder bei radioaktiver Beta-Bestrahlung. Im Allgemeinen werden Raumanzüge nur gebraucht von Firmen, die sich mit Kernforschung, Beta-Bestrahlung und so weiter beschäftigen. Jetzt sind wir genauso schlau wie vorher. Ergänzend dazu bestehen die genannten Vorbedingungen auch noch in hochtoleranten Keramikfabriken, und zwar 3. Grades, und in gasgekühlten Kernreaktoren. In Gefriertrockenfabriken mit polystrenem Vakuumverfahren und Gefriertrockenfabriken? Das sind Tiefgefrierwerke, die mit Vakuumverfahren arbeiten. Tiefgekühlte Lebensmittel. Vakuumgefroren und sterilisiert. Und wodurch? Durch Bestrahlung. Ja, eben durch diese Beta-Bestrahlung. Und damit haben wir auch schon die Antwort. Einer von diesen 5 Safes muss direkt neben einer Tiefkühlfabrik liegen. Der Boss kommt, Herrschaften. Hoffentlich darf ich den Hut aufbehalten. Mr. Winston, mein Name ist Carter. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Gehen wir gleich medias in res, denn wir haben wenig Zeit. Haben Sie den Raumanzug probiert? Naja, er drückt ein bisschen unter den Armen. Solange nichts abstirbt. Nun sagen Sie doch mal, warum die Maskerade? Das werden Sie gleich erfahren. Wenn eine Firma Juwelen im Wert von über 2 Millionen Pfund in einem Safe deponiert, sichert sie den Safe natürlich ab. Und diese bewusste Firma hat ihren Safe mit so vielen Alarmsystemen abgesichert, dass es einfach unmöglich ist, an ihn heranzukommen. Es sei denn, man steckt in einem Raumanzug. Haben wir denn noch ein Raketchen, um durchs Fenster reinzuwehen? Wir werden uns ein eigenes Fenster bauen. Die braven Leutchen haben sich nie die Mühe gemacht, die Rückfront ihres Gebäudes mit einer Alarmanlage zu versehen, weil auf der Seite ein Vakuum besteht. Kein Mensch kann dieses Vakuum überwinden, zumal die Temperatur weit unter Null liegt. Mhm. Ist ja genial. Und wir gehen einfach so durch? Im Raumanzug, ja. Und warten, bis Sie den Safe geöffnet haben. In genau 15 Minuten. Bei so einer spannenden Geschichte mache ich es vielleicht auch schon in 10. Also, dann sind wir klar, in 4 Stunden werden wir anfangen. Noch etwas, es versteht sich ja wohl von selbst, dass bis dahin keiner das Haus verlassen oder telefonieren darf. Was dagegen, Mac? Nun, Vorsicht ist die Mutti der Juwelenkiste. Außerdem wüsste ich gar nicht, wen ich anrufen sollte. Das ist der Laden, den wir suchen. Mhm. Und der ist außerdem noch übers Wochenende geschlossen. Wenn Sie Jasons Spielchen nicht durchschauen, werden Sie heute Nacht hier vorbeikommen. Und damit werden wir beide ein Problemchen haben. Ich höre. Die glauben doch, ich bin tot, wenn die mich hier sehen. Ist Jason ein toter Mann? Du hast recht. Mich dürfen die auch nicht sehen. Die nehmen ja an, dass ich in dem Wagen damals verbrannt bin. Wie wär's denn mit der Polizei? Dann würde der Bruch auffliegen. Und Jason mit, und das wäre peinlich. Wir müssen ihm irgendwie die Möglichkeit geben, auszusteigen. Wenn alle Raumanzüge tragen, wissen wir nicht mal, in welchem Jason steckt. Jetzt kommt mir was. Wir haben ja noch den Anzug, in dem Rankin rumgelaufen ist.
Also, 2 Millionen Pfund, Mac. Jetzt sind Sie dran. Mac, wo bleiben Sie denn? Was ist? Hast du das Zeug? Dann mach's Maul auf! Ach, du lieber Vater. Na, Jason? Du hast Hunger? Mm-mm. Größere Schwenker waren nicht aufzutreiben. Wenn ihr mich fragt, ich finde es unverschämt, dass ihr euch eingemischt habt. Ach Jason, nun komm, ja, du hättest doch denen nicht vormachen können, dass du was vom Safe-Knacken verstehst. Ich habe diesen Leuten versprochen, den Safe in 15 Minuten aufzumachen. Und das hätte ich auch getan. In 15 Minuten. Das Biest hatte aber ein modernes elektronisches Kombinationsschlösschen. Wem sagst du das? Hier spricht ein Fachmann. Ich habe mir nämlich über Interpol die Schlösserkombinationen sämtlicher Safes in London besorgt und zu eigen gemacht. Unverschämt. Dieser verflixte Schlingel sagt uns nichts. Endlich. Laila, pünktlich auf die Minute, so haben's die Raumfahrer gern. Warte einen Moment, ich zieh mich eben um. Im Raumanzug war doch mal was Neues. Stuart, gib Laila was zu trinken. Nebenbei bemerkt, ja? Wenn uns in den nächsten Tagen ein neuer Fall beschert werden sollte, ich bin auf dem Mond, im Meer der wilden Liebe. Na